Also ich wollte ja, also erstmal gutes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und wart ähnlich nüchtern wie ich. Was schlimm wäre, weil ich habe nicht an dem ganzen Tag nur eine Dose Bier getrunken. Irgendwie mag ich wohl nicht saufen, wenn alle anderen das auch tun. Verrückte Welt ist das, eine verrückte Welt. Und naja, also ich werde mit der Abstinenz heute aufhören, weil ich habe heute diesen Bericht gesehen über die gute, wie heißt sie, Katja Mayer, 40 Jahre, Bündnis 90, die Grünen, die ist jetzt Justizministerin drüben. Und die hat in einer Band gespielt namens Harlekin. Harlekin. Eine Punkband, die Harlekin heißt, das muss man sich mal vorstellen. Da sitzen diese Punks zusammen, diese Kleinen, also, und sie ist 16. Ich glaube, wir nennen uns Harlekins. Das sind die mit den Schellen dran. Das sind Narren. Narren sind das. Punks. Ehrlich. Als Punks nennt man sich Six Dead Cats in a Slaughterhouse. Fuck Machine oder so. Also, so hatten wir das jedenfalls damals gemacht, als ich noch in der linken Ecke unterwegs war. Denn anders als die Frau Meier habe ich ja tatsächlich eine Läuterung erfahren. Sie ist ja nach wie vor in der Extremistenpartei. Ne? Man sagt zwar jetzt ja, also ich scroll da mal kurz runter, ich habe das nicht auswendig gelernt, aber ich muss das einfach mit euch teilen, ich finde das zu großartig. Der Sachsens linken Fraktionschef Rico Gebhardt, 56 Jahre zu Bild. Ich gestehe jedem ein Umdenken und Lernfähigkeit zu. Ich nehme Frau Mayer daher ab, dass sie heute als Justizministerin bereut, was sie vor Jahren gesungen hat. Ein Scheiß tut die! Die hatte Spaß dabei, sie war bekifft. Die hat wahrscheinlich mit den ganzen anderen Punk-Leuten zusammen. Gehört wahrscheinlich nicht hierhin, außer mit der Justizministerin. Ich habe keine Ahnung, ob ich da hinterher belangt werden kann für. Aber Harlekin, hallo, das müsste strafbar sein. Aber was ich interessant finde, ist dieses ich gestehe jedem ein Umdenken und Lernfähigkeit zu. Jetzt stell dir mal vor, die AfD wäre dort jetzt in die Regierung gekommen. Und dann hätte sich herausgestellt, dass der dann gestellte Justizminister beispielsweise vor 20 Jahren in einer Skinhead-Gruppe gespielt hatte, die hieß zum Beispiel das Kammerduett oder so. Und die hätten fröhlich darüber gesungen, wie Juden ins gehen. Ne? Und dann sagt der Rico Gebhardt von den Linken, also ich gestehe jedem ein Umdenken und Lernfähigkeit zu. Ich nehme an, dass der Kevin Mustermann, der heute Justizminister ist, da das bereut, was er vor Jahren gesungen hat. Das glauben die doch selber nicht. Das glauben die doch selber nicht. Das ist bigotter Scheiß, ist das. Der glaubt das nur deswegen, weil der da auch kein Problem mit hat. Weil dieses linke Gesindel ständig. Also mir fehlt ein Wort. Also das ist einfach nur es ist unappetitlich. Es ist unappetitlich. Ehrlich, das ist auch das, warum ich meine, mich hier produzieren zu müssen. Ich kann mit dieser Doppelmoral komme ich einfach nicht zurecht. Deswegen war ich früher ja auch Klassensprecher. Also nur kurz, aber ich war es. Und in der, was war denn das, die 7. Klasse? Aber und es ist ich gestehe jedem mein Undenken und Lernfähigkeit zu, solange er nur, genauso wie ich, ein Marxist, Kommunist, Sozialist, hier Schimpfwort ihrer Wahl einfügen ist. Es ist also, ehrlich, Justiz. Harlekin! Ehrlich! Allein deswegen muss man die rausschmeißen. Das ist eine Schande für alles, was sich Punk nennt. Harlekin. Also, Harlekin, da stelle ich mir so eine Gruppe vor von Typen mit Plateauschuhen und so Sperma-Abflussstreifen so an der Jeans so und die tanzen dann im Gleichschritt, so machen so komische Sachen. So, yeah. So was in der Art, das ist Harlekin. Der hätte wahrscheinlich eh so ein, ich weiß auch nicht, Eurovision Song Contest. Hätte ich vielleicht was gewonnen. Ich muss die, glaube ich, gleich mal googeln. Vielleicht gibt es da ein altes Video zu oder so. Harlekin. Aber es sind Narren. So viel steht mal fest. Also, sind Harlekins Narren? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist mir auch egal.
Ich finde das alles nun auch spektakulär. Apropos spektakulär, habt ihr das mitgekriegt mit den... Doch, das habt ihr mitgekriegt. In Krefeld mit den Affen. Ich finde das schon interessant, wie viele Leute sich da aufregen. Und die waren ganz, ganz schnell dabei. Feuerwerkskörper verbieten, jetzt! So, und dann war das gar keine Feuerwerkskörper, sondern diese komischen chinesischen Lämpchen da. Und aber wie sehr sich Menschen darüber aufregen, wie viele sich darüber aufregen, dass dort Menschenaffen gestorben sind durch einen Unfall, durch ein Unglück. Was anderes ist es ja nicht. Aber den nächsten Verwandten des Menschenaffen, der ja irgendwie wir sind, wenn da Leute durch importierte Mörder umkommen, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das ist Doppelmoral halt. Ne? Doppelmoral. Ich mag sie nicht. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas Spannenderes finde als das irgendwann demnächst, aber ich musste das jetzt loswerden. Außer habe ich diese sensationelle neue Mikrofon hier bekommen. Und ich musste das testen. Und ich hoffe, der Ton ist toll und meine Stimme kommt rüber. Und ich nuschel nicht. Ich könnte ja immer sagen, dass das mit dem Nuscheln kam vom alten Mikrofon. Aber irgendwann schrieb, ich nuschel gar nicht. Ich verschlucke nur die Silben. Aber das gehört jetzt alles gar nicht mehr hier hin. Ich schneide das, glaube ich, auch raus. Wenn man nur alles leicht rausschneiden könnte. Ne? Da geht es um ein Video-Editing-Programm für Bundesregierung. Ich nehme die Merkel und schneide ich einfach raus. In diesem Sinne, bis die Tage, bis irgendwas Neues, Spektakuläres passiert, bis die neue... Vielleicht gibt es ja demnächst die Best of Harlequin. Oder?